um die Höhe h dieser Pyramide mit quadratförmiger Basis zu bestimmen, können wir den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck anwenden. Aber dazu brauchen wir die Länge dieser Kathete. Wir kennen diese Länge aber nicht, wissen jedoch, dass diese Länge genau die Hälfte von der diagonalen Länge ist. Nennen wir die Länge der Diagonalen der Basis d. Und diese Länge d können wir wiederum durch den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck herausfinden, denn wir kennen diese beiden Kathetenlängen. Sie sind beide gleich zu 1,2, weil die Basis der Pyramide ja quadratförmig ist. Der Lehrsatz des Pythagoras in diesem Dreieck ergibt also, dass das Quadrat der Hypotenuse gleich ist zur Summe der Quadrate beider Katheten, woraus wir schließen, dass Groß D gleich zu dieser Quadratwurzel sein muss. Wir geben dem Taschenrechner diese Rechnung ein, also Quadratwurzel von 1,2 im Quadrat plus 1,2 im Quadrat, Enter. Der Taschenrechner findet diese Antwort in mathematischer Schreibweise. Der Dezimalwert dieser Zahl ist ungefähr 1,697056 und ein paar gequetschte. Diese Zahl übertragen wir hierhin. Und jetzt kennen wir diese Länge d, also kennen wir auch die Länge von dieser Kathete. Das ist genau die Hälfte von dieser Zahl. Jetzt wenden wir also den Satz des Pythagoras in diesem rechtwinkligen Dreieck an. Er ergibt, dass 1,8 im Quadrat gleich ist zu h Quadrat plus d halbe im Quadrat. Wir ersetzen d halbe durch die Hälfte dieser Zahl, schließen daraus, dass h Quadrat gleich sein muss zu 1,8 im Quadrat minus diese Zahl im Quadrat. Also muss h gleich zur Quadratwurzel dieser Differenz sein. Wir geben dem Taschenrechner auch diese Rechnung ein. Also Quadratwurzel von 1,8 im Quadrat, hier Vorsicht, minus 0,84853 im Quadrat, Enter. Der Taschenrechner findet 1,587449 und ein paar gequetschte. Wir übertragen diese Antwort hierhin. Vergesse nicht, diese Höhe in der richtigen Einheit auszudrücken. Die Längeneinheit ist hier Meter. Und schon ist diese Aufgabe beendet.